Was geht, wir zusammen? Es ist Freitag, somit Zeit für ein neues Video und ich habe keins fertig bekommen. Aber es gibt die zusammengeschnittene Trash-Reihe, was ich euch auch versprochen habe. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt euch richtig freuen. Für alle anderen, ich hoffe, ihr freut euch auch. Ja, ich freue mich über Kommentare und alles. Ich arbeite momentan an sehr vielen Videos, zum Beispiel an dem Sauerkraut-Song und es wird grandios, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen, daher verzeiht mir, dass es kein brandneues Video gibt und habt einfach viel Spaß damit. Jetzt halte ich die Schnauze und ihr guckt das Video, hoffe ich. Bis dann, euer Phil, euer Mr. Trashpack. Bam! Zeit für ein neues Video. Hey zusammen! Was geht denn? Freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video und es gibt was Unglaubliches zu erzählen! Total toll! Ich habe 5000 Abonnenten! Bam! Vielen Dank für 5000 Abonnenten, es ist so scheiße geil und ich freue mich total. Es ist unglaublich. Vielen Dank dafür. Eigentlich wollte ich aber was anderes mit euch erzählen, das ist auch genau mindestens so toll. Ja. Und zwar, ich habe endlich ein Stativ. Yeah. Ich freue mich total ernsthaft, das ist geil. Not! Naja, okay, irgendwie nicht, weil es ist braun. Aber ich habe endlich ein Stativ! Und das finde ich toll. Endlich kann ich richtig Videos aufnehmen. Ich zeige euch einfach mal mein vorheriges Stativ. Welches eigentlich keins war. Nee. Unglaubliche andere Neuigkeit, und zwar, es gibt noch dieses Jahr ein weiteres YouTuber-Treffen, und zwar in Berlin auf der U. Hey! Hey! Warum ist das Licht aus? Hallo? Ich sehe doch nichts! Oh, scheiße, du dober Kacktisch! Mann! Hey, was soll das? Herzlich willkommen im Real Life, Mr. Trashpack. Bin ich hier? Fuck! Fuck! Guten Morgen, Mr. Trashpack. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Namen sind unwichtig. Nur ein kleiner Stich und ich werde Sie erlösen. Was für ein kleiner Stich? Nur ein kleiner Stich und Sie werden das Real Life wieder genießen können. Goodbye, Mr. Trashpack. Wow, also ist das nicht immer so eigentlich, dass die Bösewichte immer so erst so die Geschichte erzählen, warum sie ihn umbringen wollen und wieso sie böse geworden sind und so. Ja. Schön, ich dachte, sie würden nie fragen. Ja, das ist... Bitte, ne? Also, ich wollte ja immer ein großer Herrscher sein. Schon als kleines Kind habe ich mir gedacht, ach, so eine Weltherrschaft, das wär's doch. Immer die großen Imperatoren, Cäsar und so weiter. Und dann kam diese Frau in mein Leben. Diese Frau, Censursula, die Große. Wir werden zusammen die Medienherrschaft an uns reißen und alle YouTuber, Gamer und sonstigen Medien verunglimpfenden Wesen einfach das Gedächtnis löschen und dann
werden sie alle öffentlich-rechtliche Sender schauen. Öffentlich-rechtliche Sender schauen. Und wir werden die Herrschaft an uns reißen. Und jetzt werde ich den ersten Stich tun, um die Medien vom Web 2.0 Dreck zu... Hallo! Kennt ihr mich noch? Ich bin die da von Dachboden. Jetzt bring ich's zu Ende! Nicht vergessen!